Hallo 3D-Drucker. Auch das heutige Video richtet sich wieder an die Anfänger. Man muss nicht alles auf Thingiverse suchen. Man kann auch ein paar Sachen selber machen. So zum Beispiel heute dieser Sprungkasten hier. Und weil 70 mal 50 mal 40 ein bisschen groß für mein Druckbett zumindest ist, skalieren wir das auf 1 zu 25. Das ist nebenbei das Playmobil-Maß. Also für die Familien zu Hause auch noch sehr gut einsetzbar. Und ich habe da auch schon mal was vorbereitet. Wird zumindest in den Kochshows immer gesagt. Weil bevor wir uns ans Design in Fusion 360 machen, müssen wir ein bisschen was nachdenken. Und das macht man eigentlich, bevor man jede Konstruktion macht. Wie rum fängt man an zu konstruieren? Wie möchte ich es später drucken? Das sind Sachen, die uns sehr helfen werden. Die Box an sich ist ja hier schon sehr schön designt. Und wenn man sie mal sliced, dann sieht man, dass man hier ein ziemlich großes Überbrückungsinfill hat. Das werden für dieses kleine Bauteil wahrscheinlich die meisten Drucker sauber hinbekommen. Was aber, wenn es um größere Spannweiten geht, die zu überbrücken sind? Deswegen sollten wir uns schon bevor wir überhaupt anfangen, Gedanken machen, wie wir das Teil aufbauen wollen. Welche Flächen unten sein sollen zum Beispiel, können wir gleich machen. Ja, das kann man hier auch im Prusa Slicer machen und einfach umdrehen. Aber im Design können wir da schon andere Sachen auch noch mit berücksichtigen. Wie man hier sieht, ich habe sogar kleine Hinstellnopsis-Füßchen gemacht. Kommen wir also zu Fusion. Wieder die erste Aktion ist eine Skizze erstellen. Diese erstelle ich eigentlich immer wieder unten quasi auf der Grundebene. Nochmal kurz nachgeguckt, wie die Maße waren. 70 mal 50 mal 40. Und die Maße, die ich hier aus dem Original übernehme, teile ich durch 25, weil das ja unser Maßstab sein soll. Fusion kann in diesen Feldern rechnen. Er kann auch konvertieren von Inches in Millimeter, vor, zurück, rechts, links. Man kann das eine mit dem anderen multiplizieren. Das ist eine recht schöne Funktion. So, jetzt endlich final 500 mal 700 im Maßstab 1 zu 25 und Enter. Das Rindslederoberteil steht hier ein bisschen über. Dieses kriegen wir in der Konstruktion mit einer Versatzebene hin. Ich nehme hier 1,5 mm. Und schon sind wir mit der ersten Skizze fertig und können diese verlassen. Nun geht's ans Extrudieren. Zuerst wähle ich mir außenrum halt diese weiche Matte aus und setze diese auch auf 1,5 mm Höhe. Dadurch hat er uns unseren ersten Körper erstellt, aber zeitgleich die Skizze ausgeblendet. Das können wir hier vorne mit den Augen ein- und wieder ausblenden jeweils. Nachdem wir die Skizze jetzt haben, extrudieren wir den inneren Teil um 400 und auch wieder im Maßstab 1 zu 25 geteilt durch 25. Und an sich wären wir hier schon fertig. Zwar nicht ganz hübsch, aber das Kästle ist fertig. Gut, nun sind meistens diese Ecken hier ein bisschen abgerundet. Mit gedrückter Umschalttaste wählen wir alle vier Ecken an. Und machen da einfach einen Radius dran. Das gleiche könnten wir hier unten am Rindsleder machen. Und da die Kanten auch mal ein bisschen umgebürdelt sind, sollten wir das da auch hübsch machen. Hier brauchen wir nicht die ganze umlaufende Kante zu wählen, sondern können einfach die große Fläche wählen und Fusion erkennt, dass wir dadurch diese umlaufende Kante da machen wollen. Diese mache ich mit der Hälfte der Höhe, also wir haben 1,5 hoch extrudiert, also 0,75. Da die Druckzeit jetzt ein bisschen viel wird und die Originalkisteninneren ja auch hohl sind, schalen wir diese Kiste auch aus. Dazu gibt es wieder die Funktion Schalen. Auch hier lasse ich 1,5 mm stehen, damit wir ein bisschen Material stehen haben.
Im Original sind es Griffe drin. Machen wir auch. Dazu müssen wir eine weitere Skizze machen. Skizzen können wir nicht nur in den drei Achsen auf den Grundflächen machen, sondern man kann Skizzen auch auf jede ebene Fläche legen. Dazu wähle ich mir jetzt eine der Seiten der Boxen aus, klicke drauf. Als erstes möchte ich herausfinden, wo die Mitte dieser Seite ist. Dazu wähle ich das Linientool und stelle in der rechten Seite auf Konstruktion um. Dadurch wird das keine Volllinie, sondern eine Linie, die wir nutzen können, um uns daran zu orientieren. Mit der Maus fahre ich die obere Linie der Box ab, bis ein kleines Dreieck erscheint. Dieses kleine Dreieck sagt uns, dass hier der Mittelpunkt ist. Man sieht auch, dass ich die Maus ein bisschen bewegen kann, da sie da gefangen wurde. Ziehe ich die Linie nur nach unten, erscheint ein gestrichelter Strich, der oben und unten ein Dreieck hat. Die Strichelung zeigt, dass es eine Konstruktionslinie ist, also in den späteren Extrusionen nicht berücksichtigt wird. Aber wir können uns daran dann ausrichten. Als nächstes nehme ich das Rechteckwerkzeug und zeichne irgendwo die zu entstehende Griffmulde. Nun suche ich mit dem Punktwerkzeug auch hier einen Mittelpunkt und setze diesen Mittelpunkt nun in ein Verhältnis zu unserer gezeichneten Mittellinie. Die Abhängigkeiten oder Verhältnismäßigkeiten sind verschiedene da oben. Ich rate jedem, sich mit den einzelnen Sachen mal zu beschäftigen und einfach auf Testzeichnungen zu sehen, was mit diesen passiert. Zuerst klicke ich das Objekt, was ich hier bewegen soll, und dann, zu welchem es in Abhängigkeit erstehen soll. Und automatisch verschiebt Fusion unser Rechteck rüber auf den Mittelpunkt der Achse. Aber nur den einen Punkt. In der Höhe können wir jetzt mit dem Ändern und Bewegen Werkzeug unser kleines Quadrat, was später die Ausbuchtung werden soll, hin und her verschieben. Dabei wird aber immer die Abhängigkeit eingehalten. Wenn der Platz uns gefällt, wo es hingehört, bestätigen wir die Änderung und können die Skizze auch schon wieder schließen. Nun haben wir hier unsere kleine Griffmulde auf diese eine Seite gezeichnet. Diese können wir nun wieder extrudieren. Das wäre dann jedoch keine Mulde, weil er da auch was hinzufügt, sondern ein herausstehendes was auch immer. Ziehen wir es in die andere Richtung, wird es rot und es ändert sich in Ausschneiden. Das ziehen wir durch den gesamten Körper durch, bestätigen mit OK und die Griffmulde ist fertig. Zu guter Letzt die kleinen Standfüßchen. Auch hier wieder eine Skizze, nicht auf eine der Grundflächen, sondern oben auf das Ende der Box und an die Ecken oder an eine Ecke erstmal einen Kreis gelegt. Ich mache den hier mit 2 mm, damit er ein bisschen Abstand zum Rand hat. Nun könnte man das viermal wiederholen, bei dieser kleinen Kiste sicherlich auch machbar, aber es gibt noch andere Funktionen, die das machen können. So wäre Spiegeln eine, sodass wir über die verschiedenen Mittelpunkte etwas spiegeln. Oder wir nutzen die rechteckige Anordnung. Ich nutze nun mal die rechteckige Anordnung. Zuerst fragt er uns in dem Dialog nach dem Objekt. Da wählen wir den Kreis aus. Dann gibt er schon Richtungspfeile vor. Ziehen einfach an dem einen und sehen, was passiert. Den wir ihn aufgezogen haben bis zum Ende, sind drei Kreise, so wie eingestellt, auf dieser Fläche oder auf diesem Pfad gleichmäßig verteilt. Also reduzieren wir das Ganze auf 2, um nur in der Ecke einen zu haben. Das gleiche nach unten. Und schon haben wir an allen vier Ecken für die Füße schon mal einen Kreis gezeichnet. Diese stehen in Abhängigkeit, ich müsste also nur den ersten verändern und alle anderen verändern sich automatisch mit. Diese extrudieren wir wieder, damit das nicht so stakelig aussieht, um nicht ganz so viel. Und das Kistchen ist fertig. Zu guter Letzt habt ihr sicherlich auf dem Teaser-Foto gesehen, dass ich es zweifarbig gedruckt habe. Im Prusher Slicer ist dieses zumindest eine sehr einfache Einstellung. Nachdem ich das Objekt also wieder über den 3D-Druck-Dialog an den Slicer übergeben habe und es hier im Prusher Slicer einmal gesliced habe, kann ich mit dem Layerhöhenregulierer Einsteller, wie heißt das Ding, zu der jeweiligen Stelle fahren. Und klicke ich nun hier auf dieses Plus mit der linken Maustaste, wird eine Pausefunktion eingeführt und ein Filamentwechsel eingeleitet. Das ist manuell.
Ich muss also beim Drucker sein, aber das alte Filament oder die erste Farbe wird ausgeworfen und erwartet auf die Eingabe der zweiten Farbe. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen und würde mich über Likes freuen.